Sternenklar. Das ist fairer Handel. Wer fliegt nicht auf leckere Schokolade? Aber was ist das für ein Zeichen auf der Schokolade? GEPA Fair? Faire Schokolade? GEPA Fair Plus steht für fairen Handel. Es gibt aber noch weitere Erkennungszeichen. Fairer Handel bedeutet, dass Menschen fair behandelt und bezahlt werden, wenn sie Produkte herstellen und verkaufen. Wie zum Beispiel Kleidung, Orangen, Bananen oder auch Kakao für die Schokolade. Aber heißt das etwa, dass es manchmal nicht fair zugeht? Leider ist das so, denn der allgemeine Welthandel ist sehr häufig ausbeuterisch. Dort werden Arbeiter und Kleinbauern oft ausgenutzt und eingeschüchtert. Schlechte, unfaire Bezahlung inklusive. Auch Frauen werden in vielen Ländern ausgebeutet. Sie arbeiten oft 12 Stunden am Tag und werden sehr schlecht bezahlt. Und weil viele Familien so arm sind, können die Kinder nicht in der Schule lernen, sondern müssen arbeiten gehen. Auch, dass bei der Produktion die Umwelt leidet, kümmert die Plantagenbesitzer nicht. Die Antwort lautet also, ja, es geht nicht immer gerecht zu auf der Welt. Aber viele Menschen und Organisationen wollen das ändern. Fairer Handel bedeutet, dass Menschen, die etwas verkaufen, fair bezahlt werden und sichere und gesunde Arbeitsbedingungen haben. Die Gruppe von Kleinbauern vor Ort bekommt für ihren fairen Handel eine Fairhandelsprämie, mit der zum Beispiel Schulen gebaut werden. Im fairen Handel ist zudem ausbeuterische Kinderarbeit ausnahmslos verboten. Im fairen Handel wird die Umwelt bestmöglich geschützt. Ein großes Ziel des fairen Handels ist, dass alle Handelspartner langfristig fair und gleichberechtigt miteinander umgehen. Deshalb unser Tipp: Kauft fair gehandelte Waren. Achte daher beim Einkaufen auf Zeichen für fairen Handel, wie zum Beispiel das Fairtrade-Siegel oder das Logo der GEPA, oder kauft in Weltläden ein. Da sind alle Produkte fair gehandelt. Und erzähle natürlich deiner Familie, deinen Freunden und Mitschülern vom fairen Handel. Und wusstet ihr eigentlich, dass auch die Sternsinger den fairen Handel unterstützen? Denn das Hilfswerk der Sternsinger arbeitet ganz eng mit der GEPA zusammen.